Moin meine Lieben und willkommen zu einer Runde mit Toxic Time on Tour bzw. aus der Werkstatt. Heute mal eine kleine andere Perspektive. Ich probiere gerade was Neues aus. Es geht um ein neues Produkt. Was genau? Wieso? Warum? Weshalb? Alles gleich nach dem Intro. So, ich will euch auch nicht allzu lange auf die Folter spannen. Ihr wisst ja alle, die mich kennen, dass ich quasi der Inbegriff der menschlichen Navigation bin. Mein Orientierungssinn ist gleich null. Jetzt hat eine glückliche Fügung es ergeben. Die Firma Garmin, die stellt Navigationssysteme her, hat mich angeschrieben, hat gefragt, ob ich interessiert wäre an einer Kooperation. Was kann es für eine bessere Kooperation geben als Toxic Time und ein Navigationssystem? Deswegen freue ich mich super drauf, mit Garmin zusammenarbeiten zu können. Sie haben mir ein neues Produkt zugeschickt. Was genau, das zeige ich euch jetzt. Und zwar handelt es sich um das neue Garmin Treat. Das sieht so aus in der Verpackung. Ein kleines, schönes Navigationssystem. Wir haben hier 5,5 Zoll und noch ein paar Besonderheiten, die für unsere Offroad-Geschichten, die wir immer ab und zu machen, besonders hilfreich und gut sind. Und zwar haben wir hier erstmal ein super robustes Gehäuse an sich. Wir haben hier eine Wasserfestigkeit von IPX7. Ein super helles Display, was gerade, wenn man es irgendwo jetzt am Lenker oder so montiert hat, natürlich gut ist, weil ich kenne das ja selber. Bis jetzt habe ich das ja immer alles mit Handys gemacht. Und irgendwann, wenn starker Sonneneinstrahlung ist, stößen die Helligkeit-Dinger von den Handys einfach an der Leistungsgrenze und man kennt nicht mehr wirklich viel. Deswegen bin ich hier wahnsinnig gespannt drauf. Ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal mit dem Unboxing an und dann gehen wir so ein bisschen auf die Details ein. Machen wir erstmal den Karton auf. Wo geht er auf? Hinten geht er auf. So, das Erste, was uns ins Auge fällt, ist erstmal die Bedienungsanleitung. Die legen wir uns erstmal beiseite. Oh ja, das ist eine Verlängerung für Antennenkabel. Hier haben wir einmal ja, so eine Kugelkopfhalterung. Dann habe ich hier ein Kabel, das sieht nach Stromversorgung aus. Das heißt, wir können das auch direkt am Fahrzeug anschließen. Das hier, das packe ich mal ganz aus, ich kann es nicht zuordnen. Scheinbar so eine Aktivhalterung. Das werden wir gleich alles versuchen zuzuordnen. Hier ein klassisches ja, USB-Kabel. Ein Rohrhaltesystem. Das werde ich beim Quad wahrscheinlich nicht großartig anwenden können. Tada! Eine GPS-Antenne. Das wird immer spannender. Und sehr gut. Das finde ich ja richtig klasse. Das packen wir gleich ganz aus. Ja, solche Covers, solche Frames oder was auch immer. Ich denke mal, wir können die Farbe verändern. Jetzt haben wir hier grün, rot und schwarz. Und ganz unten im Karton, der ist jetzt leer, haben wir das Gerät an sich. Ah, jetzt sehe ich auch schon, hier ist ein hellblauer Rahmen drumherum. Der ist auf der Rückseite drauf. Das ist die Vorderseite. Da ist noch so eine Schutzfolie drauf. Und auf der Rückseite kann man diesen Rahmen austauschen. Wobei ich das Blau von den Farben gerade am besten finde. Also versuchen wir jetzt erstmal am besten, die Teile so ein bisschen zuzuordnen. Ich mache einmal die Tüten hier auf. Wir haben als Erstes hier dieses Stromversorgungskabel. So. Da haben wir hier ein sehr, sehr langes Kabel. Wobei die Geräte natürlich auch ideal sind, wenn man jetzt Buggy oder sowas fährt. Ich denke mal deswegen auch diese große Rohrschellenhalterung. Weil wenn man jetzt bei dem Buggy diesen Überrollbügel, sind ja schon so ein bisschen kräftigere Rohre, da kann man dann diese dicken Rohrklemmen dran machen, dass man es irgendwo sich im Sichtbereich befestigt. Ich werde es ja versuchen, irgendwo im Lenkerbereich vom Quad festzumachen. Aber deswegen sind hier auch, weil ich mal ein paar Meter mehr Kabel drauf, damit man das vernünftig auch in einem größeren Fahrzeug vernünftig verlegen kann. Wie gesagt, also beim Quad, denke ich mal, werden wir wahrscheinlich nur die Hälfte der Kabel brauchen. Das Ladekabel haben wir hier. Hier haben wir jetzt diese Aktivhalterung. Auch hier haben wir so einen Steckverbinder, den man zuschrauben kann. Also gerade was dieses Thema Wasserdichtigkeit und sowas angeht, sehr, sehr gut. Und hier haben wir so eine Rohrklemmhalterung wieder mit so einer kleinen Metallplatte. Ah, okay. Dann kann man hier die Antenne irgendwo drauf machen. Also auch eher für den Buggybetrieb, dass man es irgendwo ein bisschen weiter weglegt. So, nächste Tüte. Hier haben wir auch wieder so eine Rohrschellenhalterung drin. Ah ja, hier ist so eine Rohrklemme quasi, die ich da so drum machen kann mit so einem Kugelkopf. Ah, und hier vorne ist quasi so ein Adapterstück. Das heißt, ich kann diese Halterung, die mit dem Strom, mal aufdrehen. So, die kann ich jetzt hier reinschnallen, kann diese Halterung auf die andere Seite machen und kann mir das Navi quasi so irgendwo befestigen, ausrichten, nachher den Verschluss wieder zudrehen und dann bleibt es auch in der Position, wie ich es eingestellt habe.
und sollte gut halten. So, jetzt haben wir hier noch eine Kugelkopfhalter. Ah, okay, das sieht jetzt eher fürs Quad auf. Hier haben wir nämlich so einen kleineren Ring. Wieder so ein Kugelkopfgelenk zum Gegenschrauben, dass man das quasi am Fahrzeug befestigt. Und dann hier die Halterung dran. Sehr gut, das legen wir uns mal nicht ganz so weit weg. Das heißt, wir sollten uns erstmal angucken, wie wir das hier überhaupt dran befestigen. Achso, wir haben hier oben ja auch, wie gesagt, einmal dieses Kabel, was wir hier anschließen können für die Stromversorgung mit so einem wasserfesten Stecker. Und hier auf der Oberseite ist einmal der Anschluss, um dieses Verlängerungskabel für die Antenne, für die externe anzuschließen. Aber ich denke, wir kriegen die Antenne auch direkt drauf. Ja, also das wäre wahrscheinlich mehr so Quatten-ATV-Betrieb. Wie machen wir es? Ach, hier ist noch so eine Staubschutzabdeckung. Ah, so, die mache ich ab. Wenn wir die jetzt abhaben, seht ihr hier auch so kleine goldene Punkte drin. Das sind die Gegenkontakte auf der Rückseite von dem Navigationssystem. Seht ihr auch diese goldenen Punkte? Das heißt, ich werde es hier jetzt einfach nur so reinklicken müssen. Mal sehen, hier ist oben, da ist unten. So. Einmal macht der Klack oder so. Oh, nee, ist schon fest. Ja, der ist fest. So. Wie gesagt, ob man diese Antenne braucht oder nicht für den Freirufbetrieb, sage ich mal, das müssen wir dann mal ausprobieren. Aber das Gerät hat noch ganz viele andere Features und ich denke mal, dafür ist das ganz interessant. So, wenn wir das nachher alles am Fahrzeug angebaut haben, muss es natürlich auch schnell abnehmbar sein, weil gerade Diebstahlschutz und so weiter, wir haben hier oben jetzt zwischen Antenne und Gehäuse so einen kleinen Knopf, da drücke ich mal drauf. Klack macht es da und ich habe das Gerät in der Hand und man kann es sich irgendwo in die Tasche packen oder auch laden. So, auf der Rückseite von diesem Gerät sieht man eigentlich nur diese kleinen goldenen Punkte zum Einrasten, aber hier sind so eine geriffelte Rückseite. Wenn ich jetzt mal die obere Klappe öffne, habe ich hier ein SD-Kartenfach drin und daneben haben wir den USB-Anschluss dran. Also damit kann ich es dann am Rechner wahrscheinlich verbinden, beziehungsweise halt auch laden. Hier auf der Vorderseite haben wir keinen einzigen Knopf drauf, nur das große Display. Wie gesagt, wir haben hier 5,5 Zoll, das sind 14 cm Bildschirmdiagonale, die wir haben. Hier ist noch die Schutzfolie drauf, die machen wir gleich gemeinsam ab. Auf den Seiten haben wir nicht einen Knopf, nur auf der Rückseite einen einzigen, der Ein- und Ausschalter. Das Gerät werde ich jetzt gleich mal einschalten, und aber vorher ziehen wir erstmal gemeinsam die Folie ab. Oh, die ist sogar getönt. So, jetzt haben wir hier unser schönes Display. Hochglanz, an der Seite ist so ein kleiner Schriftzug Garmin drauf. Ansonsten alles sehr clean. So, jetzt haben wir wieder einen sauberen Tisch. Wir haben jetzt hier noch einmal die Docking Station. Die lege ich jetzt mal hier an die Seite. Und wir schalten das Gerät jetzt das allererste Mal ein. So, wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich gehe mal davon aus, das Gerät ist nicht vorgeladen. Das heißt, ich hänge es jetzt noch einmal kurz an die Steckdose dran und wir gehen schon mal so ein bisschen die Spezifikationen durch. So, ich hatte das Gerät jetzt gerade eben schon an der Steckdose dran gehabt. Da hat es sofort Garmin im Display aufgeleuchtet. Deswegen habe ich jetzt schnell mal eine Powerbank geholt. Da werden wir es mal dran schließen und dann können wir es nämlich gemeinsam sehen. So, also im Display erscheint schon mal noch relativ dezent. So, jetzt wird's heller. Einmal der Garmin-Schriftzug und es läuft so ein kleiner Ladebalken quasi hoch. Wir lassen es erstmal hier so ein bisschen liegen. Die wichtigsten Kernaussagen habe ich ja schon gesagt gehabt. Wir haben hier ein besonders robustes Gehäuse. Es fühlt sich auch sehr hochwertig an. Wir haben jetzt hier wirklich ein sehr, sehr hartes und solides Kunststoff. Ich denke mal, wenn mich das jetzt einmal runterfällt, wird es nicht gleich kaputt sein, wenn es nicht gerade aufs Display drauf fällt. Wasserdicht habe ich auch schon gesagt gehabt. Das heißt, wir brauchen uns auch keine Sorgen machen, wenn wir aus Versehen mit der einmal durch einen Regenschauer kommen oder dann irgendwo doch eine kleine Flussdurchfahrt oder irgendwas machen und ein bisschen Wasser hochschwappt. Das wird das Gerät auf jeden Fall überleben. Karten sind natürlich auch bereits auf dem Gerät vorinstalliert. Installiert, schon von mehreren Ländern. Europa ist mit drin mit einer normalen Straßennetzkarte und auch einer topografischen Karte, die mit vorinstalliert ist. Das finde ich besonders interessant. Welche Karten genau, da muss ich jetzt erstmal auf den Karton drauf gucken, die weiß ich nicht auswendig. Das ist einmal Europa, Nordamerika, Südamerika, Mittel- und Ost, Afrika, Australien und Neuseeland. Wir können uns hier auch Satellitenbildansichten quasi runterladen direkt, quasi für sein Gebiet die Satellitenfotos runterladen und hat dann wirklich das, wie man es bei Google Maps kennt, die Kartenansicht mit den Luftaufnahmen und sieht, wie man da lang fährt. Eine ganz tolle Besonderheit bei dem Gerät ist, das ist das sogenannte Group Tracking, was dieses Gerät hier jetzt anbietet. Das heißt, wir können mehrere von diesen Geräten quasi miteinander verbinden und uns wird die Position der anderen Fahrer angezeigt. Das heißt, wir können genau auf der Karte sehen, wo befindet sich gerade Fahrer 1, Fahrer 2, Fahrer 3, Fahrer 4
und der zeichnet die Routen quasi auf und kann das auch dahin navigieren. Das heißt, selbst wenn man auf einem größeren Gelände unterwegs ist, ich stelle mir das jetzt gerade mal alleine schon praktisch vor, wenn man in einem sehr, sehr großen Offroad-Park ist und es sind schon, die Truppe ist schon losgedüst und ballert da irgendwo rum und man will sie suchen, das hat natürlich keiner ein Handy dabei oder kann auch dann rangehen, wenn man im Gelände unterwegs ist, schaltet man das Gerät ein, sieht genau die Position. Features haben wir noch eine ganze Ecke mehr. Wir haben ja unter anderem Smart Notifications dabei. Wir können Echtzeitdienste nutzen und wir haben sogar noch eine Unfallbenachrichtigung hier mit in das System integriert. Die Batterielaufzeit wird angegeben mit 6 Stunden von diesem Navi. Das heißt, das ist auch wirklich bei längeren Touren ohne Stromversorgung, auch wenn alle Kabel dabei sind, vernünftig nutzbar. So, ich werde jetzt mal ein bisschen ans Einrichten gehen von dem Gerät. Ich werde jetzt nach der Länderauswahl hier gefragt. Ich werde jetzt hier mal schon mal Deutschland auswählen. So, das Land haben wir ausgewählt. Als nächstes sagt er mir jetzt hier, ich möchte bitte eine Verbindung zu meiner Garmin Treat App herstellen. Das heißt, ich werde mir diese App gleich aufs Handy laden und verbinden, weil hier kann ich dann zusätzliche Funktionen für dieses Gerät quasi mit einbinden, damit ich das nachher steuern kann. Wir haben hier auch eine Multimedia-Funktion drin. Das heißt, wir können hierüber nachher auch unsere Musik steuern. Und ich kann das Gerät noch viel, viel weiter ins System einbinden. Ich kann damit zum Beispiel Lightbars steuern. Ich kann eine Rückfahrkamera anschließen und. Also nicht nur ein einfaches Navi, sondern wirklich eine funktionelle Erweiterung vom Fahrzeug. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und gerade so eine Rückfahrkamera macht zum Beispiel bei einer Raptor, macht schon Sinn. Das werden wir mal ausprobieren. Der Preis. Und zwar ist der offizielle Preis angegeben mit 699,99. Das heißt, wir haben ja ein Navigationssystem von 700 Euro. Das ist eine ganze Stange, die man dafür hinlegen muss. Aber wie gesagt, wir probieren mal die ganzen Funktionen halt aus, soweit es uns möglich ist. Und gucken mal, ob das ganze Gerät auch quasi sein Geld wert ist. Und ob es wirklich eine sinnvolle Erweiterung ist fürs Fahrzeug. Aber jetzt machen wir erstmal die Einrichtung und wir machen hier einen kleinen Cut. So, die Garmin Treat App ist jetzt auf meinem Handy installiert. Er hat mich auch gleich gefragt, ob ich nach einem Gerät suchen will. Draufgeklickt, er hat das hier sofort angezeigt, verbunden und alles ist gut. Jetzt fragt er mich hier gerade, ob ich den Garmin Explore aktivieren möchte. Das ist ein Cloud-Speicherdienst quasi von Garmin. Hier kann ich dann meine zurückgelegten Strecken quasi abspeichern, kann sie mir nochmal auf dem Rechner angucken, kann sie auf andere Geräte weiterteilen. Was wird noch angezeigt? Distanz, Aktivierungszeiten, Position und so weiter. Also alles, was man erlebt hat während der Fahrt, wird quasi gleich in der Cloud abgespeichert, dass man es zu Hause gleich am Rechner sehen kann oder halt auf andere Geräte überspielen möchte, um die Strecke nochmal zu fahren oder ähnliches. Oh, ich sehe gerade, das Display kann man hoch wie auch quer nutzen. Es dreht automatisch das Display. Das finde ich schon mal richtig toll. So, in der Zwischenzeit habe ich ja hier auch auf dem Display eine kleine Aufforderung bekommen. Und zwar fragt mich jetzt gerade das Navi, ob ich mein Headset vom Helm quasi mit dem Navigationssystem verbinden will. Ich habe zwar hier auf der Rückseite einen sehr kräftigen Lautsprecher, der sehr gut Lautstärke aussieht, aber ich finde es auch als, gerade mit dem Quad fahre ich ja nur mit Helm, angenehmer, wenn es direkt in meinem Helm drin ist, statt dass ich so laut bescheiden muss, dass die ganze Umgebung das auch mitkriegt. Allerdings mache ich jetzt erstmal überspringen. Das werde ich später einrichten. So, jetzt wird es richtig interessant. Als nächsten Punkt, nachdem ich das jetzt bestätigt habe, zeigt er mir hier so ein kleine Symbole an, ob ich ein Motorrad, ein Geländefahrzeug, da ist ein kleines Quad abgebildet, ein Side-by-Side, ein Full-Size-Fahrzeug, was habe ich hier noch, oder ein Schneemobil. Ich wähle jetzt hier mal mein Quad aus. Oh, und gebe jetzt hier meine Breite ein. Okay, das heißt, er kann wahrscheinlich auch gucken, ob die Straßen breit genug für mich sind. Jetzt steht hier auch, nachdem ich jetzt die Breite eingegeben habe, steht jetzt hier ein Hinweistext. Fahrzeugtyp und Breite werden zur Optimierung der Karte verwendet. Diese Einstellungen werden nicht für die Routenberechnung genutzt. Okay, also guck dann nicht, ob die Straße breit genug für mich ist. So, nach dieser Bestätigung wurde quasi alles abgeschlossen. Das Gerät ist quasi eingerichtet. Aber ich glaube, das gucken wir uns lieber am Fahrzeug an. Da kann ich es noch ein bisschen näher dran machen und ihr könnt das ein bisschen besser erkennen. Und dann gucken wir uns mal die Spielereien an, die das Gerät für uns bietet. So, wir haben hier so eine kleine Klemmhalterung dabei mit so einem kleinen U-Stück. Da werde ich dann das Lenkerpolster für abnehmen und die dann quasi hier drunter festschrauben. Das heißt, wir simulieren jetzt erstmal die Position von dem Gerät, von der Halterung. Vielleicht noch einen Tucken tiefer wird es dann sein. Das heißt, ich würde hier jetzt das Gerät hinsetzen, dann habe ich es genau im Sichtbereich, wenn ich fahre. Und jetzt klicken wir es erstmal an, wie das aussieht. Wie schon gesagt, farbtechnisch ist es sehr gut hier auf die Maschine schon abgestimmt. So, wie war das? Erst hier unten reinklicken und dann klack und oben, es ist fest.
So, Akku schwach, ist klar. Wir haben ja das Stromkabel noch nicht angeschlossen. Wie gesagt, ich muss da einmal an die Batterie ran, ans Plus- und an den Minuspol, das Kabel anschließen, hier nach vorne legen und dann anklemmen. Aber ich denke mal jetzt, um zu zeigen, was das Gerät kann, das kriegen wir jetzt auch so hin. Hier oben seht ihr dieses kleine Mini-Quad, was ich quasi ausgewählt habe. Eine aktive Bluetooth-Verbindung zu meinem Handy ist quasi hergestellt. Die Uhrzeit stimmt, genau, die hat er übernommen aus dem Handy, Temperatur. Als ersten großen Punkt haben wir hier erstmal unsere Karten, da werde ich jetzt nicht drauf drücken, weil ich meinen Standort nicht leaken möchte. Dann haben wir hier den Group Writer, das ist, was ich euch erzählt habe, dass man quasi mit mehreren Fahrzeugen alle auf der Karte sehen kann. Dann haben wir hier einmal Explore, wenn ich da drauf drücke, ich kann es mal machen, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, Karten, Routen und alles zu teilen oder zu synchronisieren. Das haben wir ja jetzt gerade nicht, machen wir nochmal auf Abbrechen, Suchen. Das ist jetzt die ganz normale, was wollen wir machen? Wir wollen tanken oder suchen einen bestimmten Ort oder alles. Also die normalen Navigationseingaben. So, hier haben wir einen Neigungswinkel. Das müsste ich jetzt kalibrieren. Allerdings habe ich den Lenker jetzt gerade schief stehen und würde das erst kalibrieren wollen, wenn ich das Gerät wirklich fest verschraubt habe. Und dann kann man sich das hier quasi die ganze Zeit anzeigen lassen. Ist, glaube ich, eine ganz nette Spielerei. ABC, wenn ich jetzt drauf drücke, ist quasi allgemeine Geschichten. Also wir haben hier den Kompasshöhenmesser und auch ein Barometer, dass wir uns hier anzeigen lassen können. So, dann haben wir hier noch InReach. Hier scheint es noch mit anderen Garmin-Geräten koppeln zu können, kann in zwei Wege SMS-Versand machen, kann Satellitenverfolgung machen, in interaktiven Notruf absetzen. So, dann sehen wir hier unsere zurückgelegte Wegstrecke, die Fahrzeit, die reine Bewegungszeit oder die Standzeiten, kann man sich alles auswerten. In der Mitte haben wir hier einen dicken Kompass angezeigt, der gerade noch nicht aktiv ist. Also ich habe jetzt noch nicht auf Start gedrückt. Aktuell ja, die km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit. So, hier an der Seite haben wir jetzt nochmal solche grauen oder beziehungsweise solchen grauen Symbole. Einmal ein Menüsymbol, einmal für die Lautstärke und unten die Einstellung. Wir gehen mal auf das Menü und hier werden uns jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten angeboten. Also wir können hier Routenplanung, Route weitergeben. Ich kann hier noch durchblättern. Was haben wir noch? Den Musikplayer. Wir haben die Kraftstoffanzeige, Routentour, Trackback, Telefon, Wetter, Verkehrslage. Wetterradar, drahtlose Kameras kann ich damit verbinden, Wegpunkte, wo ich gewesen bin und so weiter und so fort. Aber keine Sorge, bevor hier die Informationen, die am brennendsten interessiert, ist natürlich, wie sieht die Kartendarstellung überhaupt aus. Ich werde mal gucken, ob ich die, wenn ich die jetzt aufrufe, ob ich ein bisschen switchen kann, dass ihr nicht unbedingt meinen Standort hier habt. Dann kann ich euch das mal zeigen. So, ich habe jetzt mal was so weit rausgezoomt, wie es geht. Also ihr könnt sehen, es geht sehr, sehr weit raus zu zoomen. So, wir werden jetzt mal ein bisschen weiter reinzoomen wieder. So, huch, jetzt habe ich mich, glaube ich, verklickt. Nein, wir sind noch in Deutschland, alles gut. So, und ihr seht, es geht automatisch in so eine Schräglage rein, in so eine 3D-Ansicht. Und jetzt, so, wir sind ja jetzt quasi noch auf der Straßenkarte quasi. Und auch die werden uns alle mit Straßennamen angezeigt. Zur Bedienung ist auf jeden Fall denkbar einfach, wie beim Smartphone. Durch einfache Fingerbewegung kann man das Bild halt vergrößern, verkleinern, hin und her schieben, Wegpunkte setzen und so weiter. So wie das Ganze jetzt wirklich während der Fahrt aussieht, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Dazu steige ich jetzt erstmal auf dem Fahrzeug und dann gucken wir uns das Navi mal in Aktion an. Und schon haben wir auch geswitcht. Ihr seht, ich habe mich dazu entschieden, wirklich erstmal die Raptor zu nehmen. Ich habe diese kleine GPS-Antenne erstmal dran gebamselt. Stromversorgung habe ich auch angeschlossen. Ich habe diese Rohrklemmenhalterung genommen, habe allerdings nicht diese Metallverschraubung genommen, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich es hier wirklich fest dran machen will und ich mir den Lack hier nicht jetzt unnötig zerkratzen will. Habe ich den statt mit dem Metall-U-Stück mit einem dicken Kabelbinder einfach nur festgezogen an der Lenkerstange. Deswegen ist das hier auch ein bisschen wackelig. Das war... Aber wir gucken mal, ob es funktioniert. So, hier sehen wir eine analoge Karte und hier eine digitale. Verrückt, oder? So, jetzt können wir mal ein bisschen näher rangehen. Ihr seht hier das kleine rote Quad. Wir starten jetzt erstmal das Gerät. Und dann werde ich gleich da vorne mal ein Ziel eingeben und dann lassen wir uns mal navigieren. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte es mit meinem Helm koppeln. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber wir sehen es ja. Hier seht ihr unsere Geschwindigkeit, die wir jetzt gerade fahren. Das heißt, wenn hier ist ja 50. Guck, wenn ich jetzt 51, 52 so ist, wird es auch gleich rot, dass ich halt zu schnell fahre. Ist auch gar nicht schlecht. Also die Helligkeit, die ist super. Also hier, das Licht scheint direkt drauf. Ich habe es ja jetzt momentan noch so positioniert, dass es ja quasi direkt in der Sonneneinstrahlung drin ist. Also... viel, viel heller als das mit meinem Handy vorher. Und die Größe ist toll. Ich würde mal behaupten,
Nein, ohne Brille kann ich es nicht lesen. Ich bin blind wie ein Fisch ohne Brille. Aber es ist schön groß. Also man muss sich nicht immer so konzentrieren, wo ist jetzt was. Die Zahlen sind alle sehr, sehr schön groß dargestellt. So, ich werde da vorne gleich nochmal anhalten und dann geben wir mal ein Ziel ein. So, hier halten wir jetzt erstmal an. Suche. Jetzt geben wir hier einfach mal so den Nachbarort ein. Yep. Und los. Oh, alles klar. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, es ist schön groß. Also ich würde zu meinem Geschmack jetzt noch einen Tucken höher hängen, damit ich nicht ganz so weit immer dann runter gucken muss. Also jetzt für längere Strecken, für ab und zu ist es okay. Aber wie gesagt, meine provisorische Halterung ist ein bisschen wackelig. Da war vielleicht ein Kabelbinder doch ein bisschen wenig gewesen. Ne? Aber man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen, oder? Sehr, sehr schön. Sehr schön übersichtlich, einfach. So, jetzt müssen wir mal gucken. Obwohl, man braucht gar nicht so weit runter gucken. Ich habe ja hier oben meinen gelben Streifen, der mir sagt, was ich machen soll. Und da steht ja, in 350 Metern sollte ich da mal abbiegen. Das wäre dann hier. Aber auf jeden Fall, so ist das eine echt tolle Geschichte. Wir schütteln jetzt mal um auf Menü. So, jetzt gehen wir mal einen zurück, so ein Hauptmenü. Und ey, das lässt sich so toll mit den Handschuhen bedienen. Das ist cool. So, erstmal hier kurz ein bisschen so reinfahren. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, machen wir hier mal diese Track-Info. Achso, dann muss ich mal auf Start drücken. Jetzt sehen wir hier zurückgelegte Meter, km/h, Durchschnitt, Vmax und so weiter. Und wenn wir gleich anhalten müssen irgendwo, dann müsste die Standzeit hochlaufen, weil da steht unten Zeit im Stand. Das holen wir gleich mal aus. So, ist hinter uns kein Auto? Nein, ist kein Auto. Wir können mal kurz anhalten. So, wir stehen. Ja, und die Standzeit läuft und die Bewegungszeit nicht. So, das ist schon mal eine tolle Spielerei, das gefällt mir. So, was wollte ich denn noch ausprobieren? Da war doch vorhin noch sowas anderes. Oh ja, hier dieses Neigungsding. Ach nee, das muss ich erst kalibrieren. Das wollte ich, nee, das ist jetzt während der Fahrt doof mit kalibrieren. Aber switchen wir erstmal wieder zurück auf die Karte. Flupp, da ist er wieder. Er ist auf jeden Fall sehr schnell, was das Thema angeht, neue Route berechnen. Aber wir hören jetzt auch mal auf mit Route berechnen. Wir bleiben mich jetzt hier erstmal stehen. So. Auf jeden Fall habt ihr jetzt schon mal so den ersten Eindruck von dem Gerät gekriegt, so ein bisschen das Unboxing. Und so richtig austesten werden wir es dann mal in einem von den nächsten Videos. Wie gesagt, die Größe gefällt mir richtig gut. Also die ist schön und gut ablesbar. So, das ist also nun das neue Navi. Wir werden wahrscheinlich jetzt öfters noch benutzen. Wie gesagt, ich bin ja Mr. Navi jetzt wirklich. Vielen Dank an Garmin für die Zusammenarbeit. Links und alles zu diesem Gerät findet ihr unten in der Videobeschreibung rein. Schreibt bitte mal in die Kommentare rein, wie ihr auch das neue Setup fandet, jetzt bei dem Unboxing und alles. Das hatte ich ja diesmal jetzt so ein bisschen anders gemacht wie vorher. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Also, ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. In diesem sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.